Hallo Leute, schön, dass ihr hier wieder mit dabei seid. Minecraft. Ich bin jetzt mal gerade hier im Nether ein bisschen Souls entfarmen. Da haben wir ja jetzt durch die Witherskelette, die wir spawnen lassen möchten, ja zu wenig. Und deswegen gehe ich hier mal ein bisschen farmen. Mal gucken, dass so. Zack, das mit der 5x5 funktioniert. Naja, nicht so ganz. Möchte ich mal glauben. Kriegst nicht immer 5x5 raus. Keine Ahnung, wie er das irgendwie berechnet, wahrscheinlich. Er muss gewisse Anzahl an Blöcke haben, damit er 5x5 abbaut oder so, glaube ich. So. Wenn er so ein Papier baut, er nicht ab, dann baut er wieder ab. Das wieder nicht. Ganz komisch irgendwie. Oh ne, da quasi im Aukler mit. Zack. Zack. Brauchen wir auch immer wieder. Gut, also wir haben jetzt schon mal ein bisschen Soße bekommen. Verschwinder. Scheiße, ich hänge fest. Du lass mich einfrieren. Okay, dann geh sterben, Junge. Bist du denn? Alter, tut mir weh oder was? Mensch, Junge. Ich habe einen Zombie-Kopf bekommen. Echt jetzt? Na dann halt. Zombie-Kopf. Seht, irgendwie ist das komisch, wie der das abbaut. Oh, naja. Wir haben dafür dann genügend Soulsand mal. Verdammt mich da gleich unten. Der Typ da hier wieder angreifen. Hast du diese vier? Na komm. Warum? Verstehe nicht. Echt, dass er ab und zu das 5x5 nicht erkennt. Aber hier ist relativ viel Soulsand. Hier können wir noch ein bisschen. Hier nochmal. So. Eindeutig nicht auch so durchlaufen geht auch. Wir brauchen gar nicht so viel Soulsand. Wir haben jetzt schon über 1024. Aber ich mir gedacht, wenn wir schon einmal holen, dann ordentlich, dann haben wir kein Problem mehr. Ui. So. Machen wir noch ein bisschen. Soulsand kann man eigentlich so nie genug haben. In unserem Stadion. Ich will da jetzt einfach nochmal down 24. Dann haben wir Ruhe. 900, verschwinde. Junge, ich habe gesagt, verschwinde. Immer diese Verkäufer da. Versicherungsmakler hier. Schau, was ist denn jetzt verkehrt? Verschwindet. So, down 24, wir haben's. Wir gehen mal. Weißt du, es gibt ja hier normalerweise dieses Meat. Ah, nee. Fleisch sozusagen. Weiß gar nicht mehr, ob das hier gibt. Hallo, Nitro-Creeper. Bam. Geil. Hat mich kaputt gemacht. Oh, da fliegt Feuer. Nein, nicht zu weg hier. Kann ich nicht leiden, wenn hier Feuer fliegt. Nix, fui, fui. Raus hier. Kriegen wir eigentlich. Ja, Spawner kriegen wir. Gut. Dann, das rein, das rein. Das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. So, Energy Block. Okay, erstmal ganz so ist wieder reinkriegen da. Tuck, tuck, tuck. Dann würde ich das dann sortieren können, dann wäre schöner gewesen. So. Das hier auch einfacher. Blablabla. Zack, so. Jetzt noch rein. Ich weiß gar nicht, wie viel unser ME noch Speicherplatz hat, aber wird schon meckern, wenn voll ist. So, und dann kann man eigentlich wieder. Nicht das da sagen. Wir sagen jetzt einmal 10 Stück. Ja, 10 Stück ist fast zu viel, oder? Sagen wir mal 5 und schauen wir uns die Sache mal an, wie er macht. Würde mich interessieren. Natürlich 5 Stück bräuchte jetzt eine Minute, um die ganzen zu töten. So, der ersten und jetzt seht ihr, Soulsand bleibt hier. Bevor der explodiert, müsste natürlich schon der nächste kommen. So, und ihr habt gesehen, der nächste Soulsand war schon, aber er steht noch. Also er wurde nicht getötet, sozusagen, der Soulsand. Und dann einen wird er explodiert, so jetzt kommt der nächste, zack, und der Soulsand bleibt. Und das war mein Ziel, warum ich das letzte Folge so protected habe alles. Weil so ist also wirklich, ihr seht, ihr könnt einen wieder nach dem anderen spawnt, stirbt, ohne Probleme. Das ist geil, gefällt mir.
So, und das war dann der letzte, der fünfte. Und fertig. So, jetzt will man natürlich dann hier noch die Skelette ein bisschen. Da können wir gucken. Alles wunderbar. Hier wurde alle gesammelt, alles importiert in unserem E-System. Wenn jetzt alles gut geht, müssten wir 5 Nether-Sterne haben. Nether-Star 5 Stück. Perfekt. Das heißt, wir haben mittlerweile schon 16 Stück. Geil. Oh, was? Der Ender Crystal in der Inactive Version. Okay. Kann man die Inactive Version? Weiß kein Mensch. Genau, da kann man die Rotz könnte man jetzt eigentlich randomisch aufsetzen. Aber das gefällt mir irgendwie. Mit dem Mod muss ich mir natürlich auch noch ein bisschen raus. A gem used to a large amount of will. Blood Magic. Fusion Crafting. Dafür brauchen wir es natürlich auch noch. Vibrant hier. Ein Solderer für das. Nita Sterngenerator. Der wird auch interessant. Wir kriegen 9,6 Millionen RF. Und beim anderen? Gibt es da noch einer? Wir haben ja mehr Nita Star-Generatoren. Der andere wird gar nicht angezeigt. Nur dieser Dynamo. Und der war Expansion 6 Millionen RF. Die andere Variante besser. Nita Star-Generator. So, der spawnt ja hier. Das ist ja kein Problem. Dann, wenn wir hier, da gibt es ja so einen komischen Gedönse. Hier habe ich schon hergerichtet. Den Obelisk da. Wither Skelett und ein Double Layer. Was den Double Layer habe, weiß ich auch nicht, aber wir haben es. So, den könnten wir dann rein rechnerisch hier unten hinstellen. Und der macht nichts anderes, als er zieht alle Mobs von seiner Umgebung an. Zu sich hier. Und was wir dann noch brauchen, ist irgendetwas, um die Mobs zu töten. Dafür dachte ich mir, nehmen wir diesen Mechanical User. Den müssen wir haben, genau. So. Statt den da, weil der ist blöd. Mechanical User hier hin. Geben den ein Schwert, was rein theoretisch Beheading drauf hätte. Hat aber niemand. Unser Ender hätte es. Aber das ist auch blöd. Das heißt, wir müssen uns dann noch irgendwann mal ein Schwert bauen. Ich werde es aber jetzt trotzdem mal geben. Genie-Click, Place Block, nee. Use Item on Block. Active Block with Item, nein. Use Item, das ist mal gut. Rechtsklick, nee, on Linksklick, ne. Left-Click, Random Slot, nee. Upper Left Slot Only. Das, wenn ich jetzt hier hingehen, müsste er mich schlagen. Oder auch nicht. Na doch, Okay. Sollen wir jetzt mal aktivieren? Nein, nicht aktivieren. ja, geben wir mal schwer zurück. Travel Angel, Travel Dingsbums, ich komme sonst nicht mehr raus. Au. Lass mich in Frieden, Junge. Gut, spawn du mal und guck mal, wie er tut. So, der sollte ja Energie haben. Genau, sollte auch kriegen. Aber damit kann man die Range erhöhen, das brauchen wir normal nicht. Wenn die jetzt spawnen, müsste das sie zu sich ziehen und dann töten. Und durch das Schwert, weil das hat ja. Okay, er zieht sie nicht genau zu sich. Was wieder ein bisschen blöd ist, aber auch kein Problem. Jetzt müssen wir natürlich den Spawner abschalten. Boah, ich sterbe, so. Wir können ja einfach. Es gibt ja solche Bälzer, nehmen wir die. Dafür brauchen wir Leder, haben wir eigentlich so. Dann müsste ich hier rein mal ein Schwert rausholen. Und dann mal hier rein und gegen diesen kämpfen da. Stirbt. Bevor ich sterbe. Irgendwie sterben nicht ich, Junge, lass mich in Frieden. So, mal hier raus. Wird hier alles aufgesaugt. Und hier dann die Pelz platzieren. So. So. Nein, nicht so. So. Zack. Dann schiebt er die alle genau in die Mitte rein. Was dann der Vorteil ist. Dass wenn die hier drauf landen, hier rüber und dann rein. Passt perfekt.
Dann können wir hier das Schwert hier reintun und hier wieder anschalten und hier wieder raus. Und jetzt müsste das rein theoretisch funktionieren. Hoffe ich mal. Ich hoffe es immer, aber man weiß es ja nicht. Der müsste ja nur den link oberen Slot nehmen. Hoffe es für ihn, dass es funktioniert. So, sie spawnen. Da zieht sie an. Sie kommen in die Mitte. Genau. Zack. So ganz rübergetrieben werden sie natürlich nicht. Langsam. Warum? Weiß kein Mensch, aber okay. Aber sie werden trotzdem getötet. Also es funktioniert schon. Es muss man natürlich, müsste man da halt darauf achten, dass ein bisschen besser Schwert drin ist. Weil sonst wird das auch nichts. Das mit dem Beheading scheint da nicht so zu funktionieren. Mal genau gucken. Kommt kein einziger Kopf raus. Heißt, das bringt noch nichts. Also, ihr bräuchte ein Dinkas Construct Beheading Schwert, dann wird es wahrscheinlich funktionieren. So, schnell rein und raus. Schnell mal weg von euch. Da war ein Kopf jetzt, habe ich gerade gesehen. So, das Schwert verbraucht hat relativ viel AF dadurch. Aber es würde funktionieren, das ist mal wichtig. Dass es funktionieren würde. Das heißt, wir müssen ein bisschen mit Tinkers Konstrukt arbeiten. Wollte ich ja eh schon verlangen, aber eigentlich, ich wollte schon vieles. Sagen wir einfach mal so. Ich wollte vieles. Wir beginnen mal mit Standard Tinkers Construct. Ja, dann mach mal. Komm. Ich weiß echt gar nicht, wie das ging. Gibt ja da so komische Blöcke? Bestimmt gibt es komische Blöcke. Und nochmal da. Die brauche ich. Diese schiere Dingsbums Gedönsblöcke da. Oder auch nicht. So. Scherz down. Das brauchen wir mal. Das kriegen wir, indem wir Schaltstone hier rein. Interessant, interessant. Okay, dann brauchen wir das nicht. Wir werden jetzt mal gucken, wie wir beispielsweise einen Ofen machen. Third Bricks, genau. Ground heißt das da. Sowas. So, fürs Ground fehlt uns jetzt Clay. Clay sollten wir haben. Clay haben wir noch. Machen wir ein Stackchen. Na, wobei, können wir noch ein Stack machen. Und da dafür noch ein Stack Ground. Den Ground müssen wir jetzt schmelzen. Bin gerade überlegen, sollten wir nicht? Doch. Haben wir drei Stacks. Den müsst ihr jetzt schmelzen. Ich möchte aber eigentlich mein Schwert wieder zurückhaben. Okay. So. Weil mit diesem Treble Anchor hier, das ist halt schon eine Baustelle für sich. So. Bin ich mir jetzt. Ah! Kann mich selbst nicht mehr aus, wo ich bin. Hier hoch, dann da hinten rein. Der hat wieder aufgehört, weil wieder Kryo-Dingsbums fehlt. Kriegst halt wieder ein bisschen Pyrophium. Ich möchte das nicht automatisiert haben. Ich möchte das auch ein bisschen nebenbei machen. So, der Typ ist hier eh am Arbeiten. Theoretisch könntest du mitkommen. Hier 3 und dann Bernard, so, dann kann man das hier und hier und hier rein tun. Dann ist der ein bisschen schneller. Blub, blub, blub. Lass mal den Range größer machen, dann ist auch kein Problem. Dann brauchen wir ja natürlich ein paar solche Blöcke. Da waren die richtigen. Machen wir mal 45. Das ist mir eine gute Nummer. Wird schon so passen. So, da brauchen wir so eine Gauge. Ja, das ist auch interessant. Machen wir zweimal. Ein Tank wäre wahrscheinlich. Ja, auf Smelting. Achso, okay, das ist. Okay, das ist der Tank. Na gut. Da so ein Tank werden wir noch brauchen. Dafür brauchen wir noch Steel Brick. Dafür brauchen wir noch Ground. Gut, dann machen wir halt nochmal Ground. Wenn es halt nicht anders geht, dann so. Also, Tank brauchen wir. Einen. Einen Smelting Controller brauchen wir. Ja, Glas. Können wir rein theoretisch rein tun. Das wäre das Glas. So. Dafür brauchen wir Glas.
Dazu brauchen wir Glas, also so mal. Könnte noch eindeutig das schwarze Glas ja auch noch verwenden. Dann hätten wir mal das ganze andere Glas weg. Was ist denn das? Melting Drain. Brauchen wir auch. Da machen wir mal zwei. Und dann brauchen wir noch das Stöpsel hier vorne dran. Den da brauchen wir auch noch. Wir brauchen einen Tisch. Und wir brauchen so ein Runterfass-Dingsbums-Gedöns-Style. Und was brauchen wir noch? Ich glaube nichts mehr. Sonst haben wir soweit alles. Was ist das? Shared-Glas, okay. Das ist ein Dinkers Dank. Was? Dinkers Dank-Controller? Was ist denn jetzt ein Dank-Controller? Bitte. Smattery-Controller haben wir. Das brauchen wir nicht. Dinkers Dank-Controller. Ich glaube, es hackt bei euch. Jetzt brauchen wir natürlich noch einen Platz, wo wir den hinbauen, die Schmetterie. Immer schlafen. Wo brauchen wir die Schmetterie hin? Das ist wieder so eine Frage, Frage, Frage. Zuerst machen wir mal die Karte klären, damit wir was sehen. Da unten sind alles Monster, wie man sieht, in der Mitte. Da unten. Arbeitet er weiter oder was? Der Spawner? Nee. Nein, okay. Gut, also wir haben ja hier einen Spawner, hier einen Spawner, hier hinten einen Spawner. Hier haben wir, ja, Draconica Blue schnell reingeklatscht, das heißt. Gerade überlegen, rein theoretisch, wenn wir das hier reinbauen würden. Wäre das rein theoretisch egal. Wir bauen hier einen Weg rein. Ja, wir können ja hier und hier auch noch was reinbauen. Ja, kein Problem. Da hast du eine kleine Schmelze rein? Beinhart einfach. Erstmal den 5x5 raus. So. Dann wechseln wir hier auf den richtigen Modus. So. 3. Die Schmelze muss ja nicht groß sein. So, hier eins und hier eins. Hier könnte rein durch fast 2, aber wäre auch egal. So. Hier und hier. Du wird das ja schon genügen. Hier die Schmelze. Warten jetzt am 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt eins noch. So, das wäre ja für die Schmelze eigentlich schon groß genug. Würde ich mal behaupten, oder? Packe rein, damit er ausgeleuchtet ist und fertig. Gut, dann würde ich sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Also bleibt dran, bleibt gespannt. Macht's gut. Tschüss.